So Leute, heißen und hallo, ich grüße euch, willkommen bei Sex Games and Rock'n'Roll und jetzt geht's weiter mit einem von diesen dämlichen, einfach nur Gameplay mit ein bisschen Gequatsche Videos. Ich hocke, wie im letzten Video bereits gesagt, wird wahrscheinlich alles zeitgleich sowieso online sein, also von daher, glaube ich, scheißegal, auf jeden Fall wie im vorhergegangenen Video im Hunchback 4G mit drei Medium-Pulse-Lasern und dreimal Machine Gun und der Hunchback ist mit einer Geschwindigkeit Standard 64,8 km/h unterwegs und hat volle Panzerung. Also für einen Hunchback volle Panzerung, was immer noch sehr wenig ist. Auch hier ist man wieder darauf angewiesen, Standard viel mit dem Team rumlaufen. One-on-One-Fights schafft man schon. Haben wir im letzten Video gesehen, hätte ich ja etwas mehr Glück gehabt. Und wenn ich im Single vor, dann hätte ich den Cataphract, den Hero Cataphract war das, glaube ich, sogar platt gekriegt, aber... Ja, man kann nicht alles haben. Aber mal abwarten, wie diese Runde hier läuft. Ob wir ein bisschen was absagen können oder ob Feld abgelost wird. Wie sich das gehört für diese Gameplay-Videos, werde ich wahrscheinlich zwischenzeitlich mal gar nichts sagen oder nur Schwachsinn von mir geben. Aber das werdet ihr dann im Laufe des Videos wahrscheinlich selber feststellen. Oder ihr zieht euch einfach vorher noch mein letztes Video rein. Da seht ihr dann, wie das Ganze abläuft. Mit zu wenig Reden, sich doof anstellen, beim zu viel Reden nicht auf Radar achten. Das sind immer noch bis jetzt so meine größten, fatalsten Fehler, die mir andauernd unterlaufen, wenn ich MechWarrior-Gameplay-Videos mache. Also das habe ich inzwischen mal endlich festgestellt. New target acquired. Ein bisschen unangenehm. jedes Mal, wenn ich sowas mache, rede ich ziemlich viel dabei. Und schaffe es echt nicht, vernünftig zu quatschen und ordentlich zu spielen. Oder, ja, ich schaffe es auf jeden Fall seltener. So würde ich es, glaube ich, sagen. Also es gelingt mir halt nicht immer. Das merke ich sau oft, dass ich dann, also ich sag mal so vom Aiming her und sowas, langt das alles so, vom Waffeneinsatz ist es auch nicht verkehrt und sowas. Aber ich achte nicht so krass darauf, wo mein Team gerade ist und vor allem, wo sich mein Gegner denn wohl im Moment aufhält. Was ja auch nochmal überaus wichtig ist, wenn man ewig überleben will. Da sollte man ja schon wissen, wo man nicht unbedingt alleine hinlaufen sollte. Und weg hier. Wow. Wieder ein Laserboot hier. Lange nicht mehr gesehen, muss ich zugeben. Ich könnte mir eigentlich auch mal eins aufbauen. Hunchback Laserboots, so wie der Moneymaker, von dem ich mal ein Video hochgeladen habe. 5 Medium Laser aufgeteilt auf 2 Gruppen. Im Chainfire Mode. Das war schon sehr erhebend, muss ich zugeben. What? Da werde ich flankiert, ich glaube es nicht. Zurückziehen, dass mich die Spackos nicht mehr so sehr sehen können. Ranschleichen. Und in der Hoffnung auch mal endlich was raushauen zu können. Ich glaube, das wird auch endlich mal was. Juhu! Geht damit. Oh, das ist der Fehler, den ich immer mache. Jetzt war ich gerade zu gierig. Ich bin stumpf hinterhergelaufen. Habe aber nicht bedacht, dass er ja vielleicht in eine Gruppe von ECM-Buddies rennen könnte, die ihn dann nochmal eben fett... Wie habe ich den Kill jetzt bitte noch gekriegt? Den fett supportet auf jeden Fall. Und... Oh, scheiß, die Mann. Und mich dann natürlich hart auseinander nimmt. Sollte ich aber mal echt zusehen, dass ich mich hier eben ein bisschen verstecke. Weil ansonsten war es auch schon wieder mit diesem Gameplay-Video. Fuck, zu gierig. Ich glaube, das geht so. Komm hier doch gegen. Scheinbar von irgendwo, wo ich es überlebe. Nice. Sollte ich aber immer abwarten, was mein Team gerade so anstellt und dass ich dann einfach nur irgendwo den kleinen Abstauber spiele. Oder ähnliches. Echt ein großes Problem für mich, muss ich zugeben. Da kann ich mich noch nicht so ganz dran gewöhnen. Vor allem, wenn man mit einem Heavy oder Assault durch die Gegend fetzt, dann ist man ganz klar so, man bewegt sich langsamer auf den Gegner zu. Man schafft es gar nicht so schnell hinterherzukommen. Und ist dann somit auch gar nicht so schnell als Einzelner irgendwie beim gegnerischen Team und wird so hart auseinandergenommen. Vor allem steckt man dann halt auch definitiv noch mehr ein. Da gehe ich jetzt einfach mal stumpf drauf zu. Ach,
Er hat das gemacht, was ich hasse. Er hat mir eigentlich jetzt noch meine Waffen genommen. Scheiße. Das war's dann auch schon wieder mit diesem Gameplay-Video. Ich werde gleich gekort. Alles schön und rot am Leuchten. Irgendjemand jagt mich und zerlegt mich. Ja, doch nicht. Ich habe mein Team hier gerade hart auseinandergenommen. Bisschen sneaken, vielleicht können wir noch ein bisschen Damage hinterher setzen. Bei irgendeinem, vielleicht finden wir auch irgendeinen, den wir noch schnell kommen. Oh Gott. Das waren definitiv zu viele. 187 Schaden nur diesmal. Aber immerhin ein Kill, wie auch immer ich den gekriegt habe. Ich werde mir das Video gleich auf jeden Fall erstmal noch selbst angucken. Der ist ja verreckt, nachdem ich mich schon längst umgedreht hatte. Und ich habe den Kill gekriegt, das kann eigentlich nicht. Ja, und einen Assist. Ja. Mal schauen, was ich euch jetzt nächstes um die Ohren haue. Ich glaube, für heute mache ich erstmal Schicht im Schacht und werde nichts mehr aufnehmen, nichts mehr schneiden, nichts mehr hochladen, auch wenn das jetzt gerade nicht so viel aufwendiger Scheiß ist. Aber ich glaube, ich haue mich erstmal in die Falle. Also, tschüss Leute, haut irgendwo hin, gute Nacht.